luxury goods command higher prices because they're supposed to be more valuable, which is just Und damit ist Sega am Start, wie ihr schon gesehen habt, heute mit der Supercup C125 von Honda. Jetzt fragen sich natürlich viele, warum ich genau dieses Bike vorstelle. Die Antwort darauf ist simpel, es liegt mir sehr am Herzen. Und zweitens gibt es jetzt den 125er Führerschein für Leute, die seit 5 Jahren den normalen B-Klasse Führerschein haben. Diese Personen können dann 10 Fahrstunden nehmen und ohne Prüfung dann so eine 125er fahren. Und da wir alle wissen, dass Motorradfahren der Lifestyle ist, habe ich mir so ein Lifestyle-Produkt von Honda ausgesucht. Einfach wunderschön. Mit der Verkleidung erinnert sie mich sehr an eine Vespa. Wer die Super Cup nicht kennt, es ist das meistverkaufte Fahrzeug auf der Welt. Kein Flugzeug, kein Auto, kein Boot, kein gar nichts wurde öfter verkauft als nicht genau dieses Modell, aber diese Modellreihe. Dieses Bike hat ungefähr 9 PS, hat einen Einzylindermotor und dementsprechend macht sie maximal, also ich habe jetzt so auf Flachland 100 erreicht bisher. Wenn es ein bisschen bergauf geht, dann kommt sie ein bisschen ins Straucheln, aber das ist auch zu erwarten. Ja, was gibt es zu diesem Bike zu sagen? Also, ich kann das nicht so richtig in Worte fassen. Die Asiaten, der asiatische Markt, der hat das irgendwie, glaube ich, schon so verstanden, was hier in Europa noch nicht so ganz angekommen ist. Denn das Bike ist unglaublich im Verbrauch. Es bringt euch überall hin. Es sieht super gut aus hier. Ja, es ist halt nicht die Naked-Version, so wie in Asien, wo da viele Leute dann hinten drin auf dem Gepäckträger, keine Ahnung, 50 Kilo Kartoffeln transportieren. Nee, hier ist es ein Lifestyle-Produkt. Es sieht aus wie ein Roller. Es ist aber ein 125er Motorrad. Ja, und dadurch, dass sie auch sehr leicht ist, um die 100 Kilo, fühlt sie sich halt an wie ein Fahrrad. Und ja, das ist im Fahrverhalten einfach total geil auf der Landstraße. Ihr habt wirklich das Gefühl, bis auf das Motorgeräusch natürlich, ihr fahrt da irgendwie Fahrrad. Aber fahrt ihr nicht so. Ihr kommt überall an mit Benzin und ja, aufgrund des geringen Verbrauchs ist es halt total geil. Das sind so 1,5 Liter auf 100 Kilometer und ja, also 100 Kilometer fahren und mal eben hier für aktuelle Preise, keine Ahnung, 1,15 Liter tanken, das ist schon sehr, sehr geil. Und Honda ist ja auch ein bisschen ausgeflippt in der neuen Version mit den LEDs und so. Ich mache mal gerade den Blinker an. So, also auch hier habt ihr LED-Blinker, LED-Rücklicht. Ja, die Farbgebung gefällt mir schon sehr gut. Es gibt auch noch eine rote Version, die so, wo die dunkelblauen Sachen hier dann rot sind und diese Sachen sind dann so in Vanille, Weiß, Gelb. Sieht auch sehr gut aus. Aber dadurch, dass halt hier das Rot in dem Sattel noch mit drin ist und an den Emblem, hat das natürlich so ein bisschen HRC-Flair. Ja, den Hauptständer finde ich auch eigentlich sehr cool. Dadurch, dass du so leicht ist, lässt du sich darauf auch sehr leicht aufbocken. Ja, und dann würde ich sagen, fahre ich mal eine Runde. Was gibt es noch zu sagen, jetzt wo ich drauf sitze? Und zwar seht ihr hier die Schaltung, die ein bisschen anders ist. Und zwar gibt es hier keinen Kupplungshebel, sondern ihr habt so eine Revolverschaltung, keine Ahnung wie das heißt. Und zwar funktioniert das so. Jetzt seht ihr, bin ich hier im Neutral und dann klicke ich hier drauf und bin im ersten Gang. So, jetzt kann ich zurückschalten in Neutral, wenn ich hier hinten drücke. Aber wenn ich jetzt nochmal hinten drücke, ja, passiert gerade gar nichts, wahrscheinlich weil das Bike nicht an ist. Aber normalerweise funktioniert es halt so, dass ich jetzt hier, ja, wenn das Bike nicht an ist, passiert nichts. Dann will ich es nochmal starten. Übrigens hat es hier so Keyless Go, also ich habe den Schlüssel einfach in der Tasche und kann jetzt hier, also so ist aus. So wäre dann an. Wenn das Bike abgeschlossen ist, dann drückt man normalerweise hier halt drauf. Und dann leuchtet hier so ein blauer Ring. Es leuchtet gerade blau. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, gerade im Video. Jedenfalls klickt es dann hier auf an. Tacho geht an. Und dann habe ich jetzt keinen Gang drin. Ich mache nochmal hier neutral. Obwohl, viel besser zum Zeigen wäre, wenn ich den ersten Gang drin habe. Weil ich habe jetzt keine Kupplung und wenn ich jetzt starte, kennt man es ja normal, dass das Bike dann abwirkt. Aber ist hier nicht so. Also sobald ihr irgendwie steht und nicht am Gas seid, ja, seid ihr quasi in einem Leerlauf. So, und nun ist es so, wenn ich jetzt losfahre,
ist es so, dass ich dann halt mit dieser Schaltung einfach durch die vier Gänge schalten kann. Also das Gerät hat vier Gänge. Ich schalte einfach hier, ich trete einfach drauf. Noch kurz, bevor es jetzt richtig losgeht, noch ein bisschen Werbung. Das Bike hier wurde mir von Zweirad-Trinkner in Löchgau, meinem Honda-Händler des Vertrauens, zur Verfügung gestellt zum Testen. Ich packe euch mal unten den Link rein. So, und jetzt habe ich nochmal angehalten hier. Und jetzt bin ich mittlerweile im dritten Gang. Und auch wenn ich jetzt stehen bleibe, passiert halt erstmal gar nichts. Man kann halt einfach im dritten stehen bleiben. Ja, man kann jetzt hier auch im dritten Gang einfach losfahren. Kämpft dann natürlich ein bisschen. Aber was man auch machen kann, ist, man kann hier dann zurückschalten. Einfach in den ersten. Also ihr könnt in beide Richtungen schalten. Was mir aufgefallen ist, wie es mir am besten passt, ist, dass ich halt fahre. Dann, okay, habt ihr gesehen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man schaltet dann einfach die Gänge durch, indem man ordentlich drauf tritt. Also man muss schon ordentlich drauf treten, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil man irgendwie so ein bisschen Angst hat, da was kaputt zu machen. Aber es funktioniert und das ist eine bewährte Technik, die, ich glaube, die Cup gibt es schon seit 1960 oder so. Und die sind im Prinzip unzerstörbar und ich glaube, da braucht man keine Angst haben, da irgendwie was kaputt zu machen an der Schaltung. Und jetzt geht es natürlich bergauf, bin im dritten Gang, wenn ich jetzt einen runterschalte. Also runterschalten ist teilweise ein bisschen ruppig, also es fühlt sich so an, als würde man die Kupplung schnappen lassen in den niedrigeren Gang. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es dann halt so einen ordentlichen Ruck nach vorne. Und das ist ein bisschen unangenehm. Da kann man sich schon mal erschrecken, wenn man es noch nicht gewohnt ist. Bin jetzt vorher ungefähr eine Stunde gefahren, bevor ich das Video angefangen habe. Und mittlerweile geht es ein bisschen mit der Gangschaltung. Aber es ist immer noch ein bisschen ungewohnt. Also ich denke, das braucht so einen Tag Einfahrzeit. Und dann geht das auch. Ja, ein Honda hat dieses Bike gemacht, um für jeden erschwinglich zu sein. Sie ist halt sehr günstig. Sehr günstig im Verbrauch, sehr günstig in der Anschaffung, wahrscheinlich auch sehr günstig in der Wartung und in den Ersatzteilen. Aber was natürlich am meisten reinhaut, ist halt dieser geringe Verbrauch, der einem ja halt einfach Kilometer beschert, ohne dafür viel Geld zahlen zu müssen. Geschichtlich ist dazu zu sagen, dass der Herr Honda in Europa war. Und da glaube ich weiß nicht, ob sie Vespa war, auf jeden Fall hat er einen Roller gesehen und der hat halt gesagt, so ey, sowas brauchen wir auch. Bitte, bitte, wir müssen sowas bauen. Und ja, der Rest ist natürlich Geschichte. Ein Erfolg, der seinesgleichen sucht. Ich glaube, da muss man, muss man ein bisschen Gas geben immer. Wenn man dann nach Asien guckt, dann sieht man, dass es einfach ein absoluter Erfolg ist. Will jetzt nicht auf irgendwelche fremden Länder haten, aber die haben halt da teilweise nicht so viel Geld und für die ist es natürlich ein Transportmittel sondergleichen. Und hier in Deutschland, in Europa, wird es uns dann ja als schickimicki Vespa verkauft, die ein bisschen günstiger ist als eine normale Vespa. Und ich muss sagen, auch wenn man hier ein bisschen selber schalten muss, also so halbautomatikmäßig, ist das echt ein angenehmes automatisches Fahren. Und dieses angenehme Fahren mit wenig Leistung ist auch eins der Ziele, was damals die Firma Honda ja verfolgt hat. Und zwar haben die damals erstmal mit dem Slogan "You meet the nicest people on a Honda" geworben. Dadurch, dass man halt dieses fahrradfahrende Gefühl hat, ja, dass alles so ein bisschen langsam, ein bisschen entschleunigt ist, aber trotzdem schnell genug und ja, entspannt, kriegt man halt unglaublich viel von der Natur mit. Wer von euch Motorrad fährt, der weiß, wovon ich rede. Motorradfahren ist einfach tausendmal geiler als Autofahren. Und im Auto ist man so in seiner eigenen ja, kleinen Kapsel, außer man hat vielleicht ein Cabrio. Aber beim Motorradfahren, gerade mit einem Bike, was vielleicht gar nicht so schnell ist, kriegt man so viel mit. Man kann sich hier umgucken, alles ist total entspannt. Und ich muss auch sagen, so einem LKW hinterherfahren ist gar nicht so schlimm auf dem Bike, weil ich kann ihn eh nicht überholen. So ein langsames Bike in Anführungsstrichen ja, macht einen auch zu einem gemütlicheren Fahrer, habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen so wie mit dem VW Multivan, wenn man da drin sitzt oder generell, wenn man in einem Van sitzt, dann denkt man sich, okay, ich kann eh nicht schneller, dann ist ein Stau auch nicht so schlimm. Aber ein Stau wäre mit diesem Ding kein Problem, weil die so schmal ist, dass man halt einfach durchfahren kann. Also glaube ich auch, dass wenn man in einer großen Stadt ist, hier in der Nähe vielleicht Stuttgart, dass man sich da gut durch den Verkehr schlängeln kann. Und deswegen vor allen Dingen für Pendler interessant dieses Bike.
oder für Studenten oder für auch Fahranfänger, die vielleicht Fahranfänger, die Angst haben vielleicht ein bisschen vor Motorradfahren. Und das hier kommt ja nicht rüber wie ein Motorrad, das auch alleine durch die Sitzposition, die total aufrecht ist, und ich habe hier die Beine auch sehr im rechten Winkel angewinkelt. Das ist deutlich zugänglicher als Motorrad, glaube ich. Ja, am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, das Bike liegt mir ein bisschen am Herzen. Und zwar liegt es daran, dass von diesem Bike auch eine Offroad-Variante rauskommen soll, nämlich die Trail Hunter. Die wurde in Japan jetzt auch schon vorgestellt und angeblich kommt sie auch nach Europa. Und wenn die nach Europa kommt, dann ist das für mich wahrscheinlich ein Instant-Kauf, weil ich habe schon länger ein Motorrad gesucht, ein Zweirad gesucht, was für mich ein bisschen die Kilometer frisst statt meiner Honda, womit ich, wisst ihr, mal eins zum Einkaufen fahren kann, zur Arbeit fahren kann, zum Training fahren kann oder vielleicht einfach mal im Sommer zum See, gemütlich, ja, und nicht mir Gedanken machen muss, okay, jetzt steht da meine Honda rum, möchte ich das überhaupt? Ihr kennt das sicher, man ist da ja mal ein bisschen paranoid. Und dadurch, dass es halt wieder eine Honda ist, trifft auch auf dieses Bike eine 50-50 Finanzierung zu. Und somit könnt ihr dann, also ich kenne den genauen Preis jetzt nicht, aber ich glaube, er liegt bei 3.600 Euro, könnt ihr euch dann ja ausrechnen, einfach die Hälfte davon zahlen, 2 Jahre fahren, ohne Zinsen, ohne Leasingrate, ohne gar nichts. Und ja, für die einen, die halt vielleicht den 125er sag ich mal Semi-Führerschein machen jetzt, den neuen, für die ist das vielleicht interessant, weil wenn die so ein bisschen schnuppern wollen in die Welt des Zweirad-Lifestyles, dann, jetzt überhole ich aber mal. Jawohl! Und ihr seht, bergab! Easy 100, dauert ein bisschen, aber geht schon. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, der Zweirad-Lifestyle. Genau, für die Leute, die so ein bisschen ins Zweirad-Feeling reinschnuppern wollen, aber nicht direkt ein Motorrad kaufen wollen oder so, oder vielleicht ein bisschen Angst haben davor. Für die ist diese Supercup echt genial, weil, wie gesagt, sie ist ein bisschen zugänglicher. Sie hat ABS vorne, hinten nicht. Das werde ich gleich auch noch mal kurz demonstrieren. Aber sie ist halt sehr sicher zum Fahren. Oh, jetzt komme ich aber nicht aus dem Trott. Auch im zweiten Gang nicht. Sie ist sicher zum Fahren. Und sie macht Spaß. Also sie macht wirklich Spaß. Und ich glaube, dass es ein guter Einstieg ist für jemanden, der sich erstmal ein bisschen herantasten will. Und dann durch die 50-50 Finanzierung von Honda wird das dann auch von der Anschaffung her nicht so kostspielig. Und ich glaube, das ist echt, echt gut für Leute, die ja einfach mal ein bisschen fahren wollen. Vielleicht ein bisschen das Feeling können wir dann. Ja, und dann hier auf so einer kurvigen Landstraße. Alles ist schon geil. Ich fahre hier knapp über 100. Ich habe das Gefühl, ich bin voll der Schnellste, aber es ist natürlich nicht schnell. Und das ist einfach so geil. Es fühlt sich einfach an wie ein Fahrrad, auf dem man ein bisschen aufrechter sitzt. Also so ein bisschen wie so ein Hollandrad. So fühlt sich das an. Der Sitz ist auch so ein bisschen wie ein Hollandrad. Es ist einfach nur geil. Also ich weiß nicht. Also ich hätte echt gerne eine so für so Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wollt ihr fahren und... Aber eigentlich habt ihr keinen Bock, Kilometer auf euer Bike zu machen, aber ihr wollt fahren, weil so schönes Wetter ist wie heute. Wir haben es hier 24 Grad und dann denkt ihr, oh scheiße, was ein verschwendeter Tag vielleicht. Und ich weiß nicht, was ihr so zu Hause stehen habt, so, aber ich kann ja jetzt nur von mir reden. So, und dann meine Honda, die macht dann auf 100 Kilometer 6 Liter Verbrauch. Und immer wenn so eine geile Kurve kommt, dann kann ich das, ja, ist Meckern auf hohem Niveau, aber ich kann das gar nicht richtig genießen, weil ich mich halt verleitet fühle, ein bisschen schneller zu fahren dann. Einfach weil ich denke, okay, ich habe jetzt ein Sportbike. Und dadurch, dass ich mich halt so dazu verleitet fühle, kann ich, also das Langsamfahren, das macht nicht so viel Spaß mit der Honda, muss ich sagen. Also man will immer ein bisschen schneller unterwegs sein, wenn auch ein bisschen schneller als erlaubt. Aber man möchte ein bisschen sportlich fahren und so das Cruisen da drauf, das entzieht sich mir so ein bisschen. Also es klappt schon, ist jetzt nicht so, dass der drauf nicht cruisen kann, um Gottes Willen, aber es entzieht sich mir halt einfach wirklich ein bisschen. Und dafür hätte ich halt gerne entweder ein anderes Bike oder hier sowieso ein kleines Bike. So einfach mal ein bisschen durch die Gegend fahren, ein bisschen Luft schnuppern, ein bisschen die Natur genießen. Also dafür ist dieses Bike unglaublich geil. Und ja, ich feiere das Prinzip halt einfach so, weil ich
keine Ahnung, ich werde jetzt hier auch wieder hunderte Kilometer gefühlt durch die Gegend fahren und das kostet mich halt einfach gar nichts, weil der Verbrauch so gering ist. Und ich hatte voll viel Spaß und ich bin total entspannt und nicht nur, weil ich hier so entspannt drauf sitze, sondern weil ich war ein bisschen in der Natur und war ein schöner Tag und ihr wisst schon, was ich meine. Ich will jetzt mich auch nicht tausendmal wiederholen. Wenn man hier jetzt auf die Rückbremse ordentlich rauftritt, die, okay, habe ich jetzt nicht geschafft zum Quietschen zu bringen, aber ich bin schon bergab gefahren und da habe ich dann ein bisschen zu doll reingetreten und dann ist das Hinterrad halt, ja, ist halt, hat halt nachgezogen, weil es halt kein ABS hat. Deswegen würde ich immer empfehlen, erst vorne reinbremsen oder halt hinten nur bedacht reinbremsen. Oder halt erst vorne und dann mit der Hinterradbremse nachhelfen. Dann sollte das eigentlich kein Thema sein. Also sollte man gerade im Sommer nicht wegrutschen. Wie es dann im Winter aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also so eine kleine Tour wie jetzt so ein bisschen durch die Gegend fahren, möchte ich immer ungern mit meiner Honda ehrlich gesagt machen. Weil ich dann das Gefühl habe, da kommen zu viele Kilometer drauf. Ist vielleicht auch ein bisschen paranoid, weil eine Honda ja dafür bekannt ist, sehr robust zu sein und lange zu halten. Aber ja, es ist das Feeling kommt dann einfach nicht so rüber, wie jetzt gerade auf dieser Supercup. Bin einfach ein bisschen unterwegs, bisschen durch die Gegend, das macht einfach Spaß. Ich fahre jetzt hier eine eher kaputte Straße, bisschen hubbelig alles. Und das ist trotzdem noch angenehm, weil man halt natürlich auch nicht so schnell über die Hubbel fährt. Und weil der Sitz auch echt gut gepolstert ist und ja, die Federung tut das, was sie soll. Und jetzt geht's wieder bergab. Da kann man dann wieder ein bisschen schneller fahren. Schalt mal den vierten. Also das ist so ein Moment, da muss ich wirklich sagen, also hier glänzt das Bike einfach. Es macht so viel Spaß gerade. Also will nicht sagen, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Aber das wäre jetzt die einzige Formulierung, die mir gerade einfällt. Es macht einfach was her. Es macht wirklich einfach was her. Es ist wirklich geil. Ja, und hier jetzt im Dorf, vierter Gang, total laufruhig, der Einzylinder. Also gar keine Vibration oder so. Also es macht echt Spaß. Es ist echt angenehm zum Fahren. Und auch jetzt hier so die Kurve habt ihr ja gesehen. Man merkt, es ist alles ein bisschen untertourig. Vielleicht sollte ich in den dritten schalten. Hat wunderbar geklappt. Und jetzt ist es auch wieder ein bisschen mehr Ansprechverhalten am Gas. Ja, und diese Snakes fahren, ne? Ey, das ist einfach wie mit dem Fahrrad. Das macht einfach Spaß. Ich glaube, der konnte nicht so ganz einschätzen, was er jetzt gerade vor sich hat. Ja, jetzt habe ich natürlich den Schwung nicht mitgenommen. Und da merkt man dann direkt wieder, dass da die Leistung ein bisschen einbricht. Aber das ist echt nicht schlimm, weil man das von diesem Bike auch erwartet, dass es das tut. Für solche Landstraßen ist dieses Bike einfach super geil. Es ist so gemütlich, hier schön durch die Landschaft zu fahren und ein bisschen zu genießen, ein bisschen Kopf frei zu kriegen. Vielleicht vom Alltagsstress oder vom Unistress oder keine Ahnung, was ihr so beruflich macht oder im Alltag. Und wenn man so ein bisschen im zweiten und dritten Gang bleibt, wo ich jetzt nicht drin bin, aber wenn man da drin bleibt, dann kann man sogar ein bisschen sportliches Fahrverhalten aus diesem Bike rausholen, wenn man ein bisschen schlau schaltet. Dann bleibt das Bike immer so im Drehzahlband, habe ich das Gefühl. Und dann macht das schon Spaß. So, jetzt zum Beispiel hätte ich einmal runterschalten sollen, aber jetzt bin ich auch schon wieder fast am Ende angekommen von der Drehzahl. Dann kann man hier so eine Kurve, echt. Aber es ist schon, also natürlich nicht irgendwie super sportlich oder so, aber das macht schon Spaß. Da kommt schon so ein bisschen Fahrgefühl, so. Da kann man schon ein bisschen Kurven jagen. Ja, soundtechnisch braucht man sich, glaube ich, nicht viel erwarten von so einem Bike. Ich finde den Sound okay, der stört mich nicht, der ist nicht irgendwie, ich werde natürlich nicht mehr gegrüßt, weil ich jetzt kein Motorrad mehr habe. Der Sound ist natürlich jetzt nicht famos oder so, aber er stört nicht, er nervt nicht, er ist nicht zu laut, er ist auch nicht scheiße oder so, also ist echt in Ordnung. Oh, wer kommt denn da? Ja, man ist natürlich ein bisschen langsam unterwegs, bin jetzt auch ein bisschen in der Mitte gefahren, tut mir leid. Und was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass hier in Europa nicht vorgesehen ist, dass man jemanden hinten mit drauf nimmt. Also wenn man hier noch jemanden hinten mit drauf nehmen könnte, das wäre echt geil. Also schön mit der Freundin zum See fahren oder so. Oder vielleicht ist es ja noch gar nicht die Freundin und man möchte einfach ein bisschen imponieren. Also ich glaube, das klappt schon richtig gut mit so einem Bike, weil wenn man da im Sommer dann mit durch die Gegend cruist und sich dann einfach durch die zwangsweise nahe Sitzposition hin auf den Sozius dann ein bisschen näher kommt. Ich glaube, das ist schon, das macht schon Eindruck. Das ist schon geil, glaube ich. Was natürlich geil ist, dadurch, dass ihr wie so ein Fahrrad habt,
könnt ihr jetzt hier einfach, ich meine, ich hätte natürlich auch einfach den Weg da nehmen können, aber zu Demonstrationszwecken habe ich jetzt einfach mal den hier genommen. Und dann geht's weiter. Und dann hier auf der geraden Strecke, da fühlt sie sich wieder pudelwohl. Okay, okay, danke. Das macht mir gar nichts, denn ich habe bestimmt mehr Spaß als ihr. Boah, ich kann schon ein bisschen mithalten. So, wenn die jetzt nicht einmal kurz am Gas ausrutschen, dann bleibe ich da hinten dran. Ja, okay, ich glaube, das wird nichts mehr. RIP. Oh ja, doch, bergab. Komm. Komm, kleine Kapp. Gib Gas. Zeig's ihnen. Oh, oh, ein bisschen Angst vor der Kurve. Ja doch, alles easy. Alles easy. Ah, ich bück mich. Vielleicht hilft es. Kurz auf den Tacho gucken. Ah, 110. Bergab. Höchstgeschwindigkeitsversuch. Er hat mich gegrüßt, geiler Typ. Höchstgeschwindigkeit 110 km/h. Ja, mehr geht aber auch nicht. Aber so bin ich dran geblieben. Ihr werdet noch sehen, ich kriege euch noch. Ah, jetzt kommt der Gegenwind auf der Geraden. Und da bricht die Geschwindigkeit ordentlich wieder ein. Aber über 90 macht sie auf einer Geraden echt gut. Also wenn man mal ein kurzes Stück Autobahn fahren möchte, das geht auch. Was ich hier gerade beim Gegenwind so ein bisschen feststelle, ist, wenn ich im vierten Gang fahre, merkt man dann doch schon deutlich, dass der vierte Gang eher so der Ausfahrgang ist, womit man dann vielleicht eine Geschwindigkeit hält. Also hier hält sie gerade, je nachdem, ob es gerade ein bisschen bergab oder bergauf geht, so ungefähr 85 km/h. Ich glaube, wenn man da vielleicht auf der Autobahn ist, sollte man vielleicht im dritten bleiben und sie ein bisschen ausdrehen, damit man die anderen Leute nicht behindert. Aber es geht schon. Und wenn man da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 50 Kilometer auf der Autobahn zurücklegt, ist das, glaube ich, auch kein Problem. Wie gesagt, kleine Stücke auf der Autobahn werden gehen. Ja, dann möchte ich nochmal ein Fazit ziehen zu diesem Bike. Also, für wen ist sowas geeignet? Ich glaube, für alle Motorradfahrer, die ein bisschen entschleunigt fahren möchten, ist das Ding echt geil. Also ich hatte jetzt auf der Fahrt richtig viel Spaß, hier durch die Landschaft zu eiern. Ein bisschen langsamer, ein bisschen so das schöne Wetter zu genießen. Dann Zielgruppe, würde ich sagen, vor allen Dingen auch Frauen, einfach, glaube ich, weil das Design die doch schon eher anmacht als die meisten Männer, glaube ich. Soll nicht irgendwie sexistisch sein oder so, aber ich glaube, das ist einfach eine Tatsache. Ja, und dann natürlich Leute, die einen Kilometerfresser suchen und die günstig von A nach B kommen wollen, die vielleicht pendeln und vielleicht auch Probleme mit dem Stau auf der Pendelstrecke haben und ja, da sich vielleicht ein bisschen durchschlängeln wollen und einfach Geld sparen wollen. Und natürlich Leute, 125er Anfänger auf jeden Fall, würde ich sagen, auch, aber vor allen Dingen auch die, die jetzt ihren PKW-Führerschein erweitern wollen um die 125er Version, die vielleicht ein bisschen Angst haben vor dem großen Motorrad, da das Bike hier ja, also ich würde schon sagen, ist eher ein Roller mit 125er Motor. Dadurch, dass es halt dieses Roller-Feeling hat, ist es weniger furchteinflößend, ist es deutlich zugänglicher als ein Motorrad. Man muss nicht kuppeln, man hat halt hier diese Semi-Automatik-Schaltung nicht das Mal. Es ist auch einfach echt angenehm, wenn man mal irgendwie an der Ampel steht und nicht auskuppeln muss oder nicht den Neutral unbedingt einlegen muss. Man kann halt einfach stehen bleiben und das nimmt ein bisschen so den Stress aus den anfänglichen Lernzeiten, wenn man das erste Mal alleine fährt, glaube ich. Würde ich mir dieses Bike kaufen? Ja, aber nicht genau die, sondern ich hoffe insgeheim, dass die Hunter Cup rauskommt. Wenn die wirklich rauskommt, also die kaufe ich mir wirklich. Das steht für mich eigentlich fest, weil ich nämlich einer derjenigen bin, die ein Bike suchen, mit dem sie halt in Anführungsstrichen pendeln können, mit dem sie mal eben einkaufen fahren können oder halt einfach so eine Tour hier wie heute. Schönes Wetter, aber ich möchte nicht die große Honda nehmen. Dann nehme ich die Hunter Cup, dann würde ich hier die Super Cup nehmen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wenn man vielleicht einen Freund oder eine Freundin hat, die auch so ein Ding haben oder vielleicht, keine Ahnung, eine NS625 Grom oder so, dass es dann echt Spaß macht, zu zweit mit solchen Bikes durch die Gegend zu fahren. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in dieses Bike geben.
vielleicht habt ihr ja auch mal Bock, das Bike Probe zu fahren. Wenn ihr aus der Region Heilbronn kommt, dann macht das doch beim Zweirad Trinkner. Wenn ihr kein neues Bike braucht, aber dafür neue Klamotten, dann schaut auch, wie gesagt, schon in der Beschreibung bei Trinkner im Online-Shop vorbei. Wenn nichts davon auf euch zutrifft und ihr euch einfach mal ein Video reingezogen habt, weil ihr mich feiert, dann freut mich das natürlich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Tag versüßen, wann auch immer ihr das Video guckt. Damit verabschiede ich mich. Ich bin Sega, macht's gut, haut rein und ciao.